Guten Tag, mein Name ist Andrea Hoff-Domin. Ich bin der Broker der Florida Dream Homes Realty in Fort Lauderdale. Und in meinem heutigen Video möchte ich Ihnen etwas über die Designations eines Realtors erzählen. Wenn Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen haben und Ihre License besitzen, haben Sie das Basiswissen eines Realtors. Man kann natürlich als Realtor sich ständig weiterbilden und je nachdem, welchen Ausbildungsgang ich absolviere, bekomme ich unterschiedliche Zertifizierungen und Designations. Diese Designations sind häufig als Großbuchstaben auf den Webseiten und Businesskarten dargestellt, sind aber für Nicht-Real Estate Professionals ein wenig verwirrend. Ich möchte Ihnen daher einige der Designations vorstellen. Wenn Sie auf meine Webseite www.florida-dream-homes.net gehen, werden Sie dort die folgenden Designations sehen und ich werde Ihnen kurz erklären, was diese Designations bedeuten. Dort ist als erstes zu sehen GRI, Graduate Realtor Institute. Das ist eine Designation, die mich ausweist, dass ich ein erweitertes Wissen habe über Home Construction, Property Management, Lease-Vorgehen, Environment-Bedingungen und Ähnliches. Die nächste Designation hat die Abkürzung BPOR. Das ist Broker Price Opinion Resource. Das ist eine Designation, die belegt, dass ich eine besondere Ausbildung absolviert habe, die sich mit der Bewertung von Immobilien auseinandersetzt und deren Wirtschaftlichkeit und wie passe ich den Marktpreis an und Ähnliches. Das geht weit über das Basiswissen eines Realtors hinaus. Die nächste Designation ist CIPS, Certified International Property Specialist. Das ist jemand, der sich in seiner Ausbildung spezialisiert hat auf den internationalen Handel von Immobilien, sowohl, dass er Buyer weltweit betreuen kann, aber auch Leute betreuen kann praktisch von den USA, wenn sie beispielsweise in Deutschland kaufen wollen. Dann sind hier besondere Kenntnisse erforderlich und die sind eben durch diese CIPS-Designation sichergestellt. Die nächste Designation ist TRC. Das bedeutet Transnational Referral Certification. Mit dieser Certification habe ich den Zugang zu einem weltweiten Netzwerk zu Real Estate Professionals und ich bin verpflichtet, mit diesen Real Estate Professionals in wo auch immer diese sitzen, zusammenzuarbeiten und mit ihnen meine Commission zu einem bestimmten Teil zu teilen. Darauf habe ich mich eben verpflichtet, als ich diese Ausbildung gemacht habe. Und die letzte Designation ist SFR, Short Sale and Foreclosure Resource. Das ist eine Spezialausbildung, die wichtig ist, wenn es um die Abwicklung von Immobilientransaktionen geht, die ein gestresstes Property beinhalten. Also zum Beispiel jemand, der seine Mortgage nicht mehr bezahlen kann und deswegen dem kurz vor der Zwangsversteigerung, dem sogenannten Foreclosure steht. In diesem Fall kann ich ihm helfen, sein Haus trotzdem zu verkaufen und ohne dass er finanzielle Probleme im Nachhinein bekommt, wenn man das Ganze richtig angeht. Außerdem kann ich Buyer betreuen, denn Short Sale und Foreclosure Immobilien sind ein bisschen anders zu handhaben als die Normalverkäufe. So, das ist mal ein kurzer Überblick über die Designations. Es gibt noch mehr, aber die
werde ich jetzt hier, kann ich hier im Einzelnen nicht erklären, weil das würde zu lange dauern. Sollten Sie weiterhin Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne auf den Link klicken unterhalb dieses Videos und mir eine Mail schicken. Ich werde mich dann mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank.